Ja, so, jetzt aber, meine Damen und Herren, Anno 1404. Und der Anno-Warenrechner sagt, wir müssen viel Stuff tun und Dinge bauen und ich weiß auch nicht. Ja, und wie gesagt, Patricia wollen wir jetzt aufsteigen lassen, aber es wäre schön, wenn wir vorher schon unsere Warenketten Maridi rausgeknüppelt hätten. Pass auf. Dreimal Fisch, zweimal Gewürze, zweimal Brot. Okay, dreimal Fisch, wir haben sogar eins zu viel. Ja, leck mich am Arsch. Wir lassen es schon mal, das kann ja nicht so verkehrt sein. Viermal Most haben wir, das weiß ich noch. Zweimal Brot, zweimal Bier. Ist, glaube ich, erstmal unser Hauptziel. Zweimal Brot, zweimal Bier. Ja, habe ich schon gesagt, willkommen zurück. Willkommen zurück übrigens zu Anno 1404 hier. Die meine Szenarien. Schiffe bringen deine mir regelmäßig Schiffe Nachricht von sind seiner Majestät alles dem Kaiser. Habe ich nicht gesagt. So. Okay, vielleicht habe ich schon gesagt. Darf es auch nicht so eng sehen jetzt, Kinder. So, hier haben wir die Bierinsel. Hier kommt irgend so ein Kappes. Da kommt, da ist noch eine Bierinsel, okay. Aber wir haben, hoppla, wir haben zwei Bierinseln, also zwei Inseln, um da Bier anzubauen, okay. Geht's noch ein bisschen großzügiger? War ironisch, merkst du selber, ne? Gut, setzen wir es. Mein orientalisches Kontor hat doch hat auch den Vorteil, dass es... Fickt mir noch meine Ohren weg. Den Vorteil, dass es gleich drei Markkarren hat und nicht erst ausgebaut werden muss und die ganze Scheiße. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich habe ja noch nie Patrizier. Wie will ich irgendwas bauen von den Patriziern, wenn ich keinen Patrizier habe? Ihr sagt mir das mal, Amigo. So, warte. 3, 2, 1. 1. Ja, komm schon, ihr wollt doch aufsteigen, ihr Pisa. Jetzt tut man nicht so. Danke. In ihrer Stadt haben sich die ersten Patrizier niedergelassen. Wo haben sich die... jetzt halt doch mal die Fresse. Wo haben sich diese Dings denn hingesetzt? Pass auf. Num, okay. Ich werde eine Messe lesen lassen. Euch zu Ehren. Ja, dann zahlst du erstmal Steuern an, Quatsch. So fies sind wir jetzt dann doch noch nicht. Brot, Bier. Wann können wir denn was machen? Ja, wir können schon mal Brot machen. Das ist schon mal alles normal. Brot brauchen wir zweimal, okay. Keine Ahnung, warum hier schon Orient-Musik ist, aber sie werden es so wissen, ne? Die werden es so wissen. Zweimal Brot heißt Produktionskette waren, Es geht wieder um Felder bauen. Das ist ja mein Lieblingsgebiet, wie wir alle wissen. Bisschen ironisch, aber ich mach's schon gerne. Ich bin schon gerne die Volksnutte hier, was? Ah, warte. Das war ja einfach nur komplett dämlich, Loni. Was war das denn bitte? Vollidiot. So, genau, ich wollte nämlich hier vier haben, dass ich da was hinbauen kann. Du altes Lauchgesicht. Also ich altes Lauchgesicht, muss ich ja wohl eher sagen. Ich habe übrigens den Finger intuitiv schon mal an der hier Punkttaste, weil die Punkttaste ist immer dafür da, dass man Felder instant drehen kann. Und bei quadratischen Feldern ist eine Drehung, es ist schwierig, sagen wir mal so, aber man macht es intuitiv. So ein Kackscheiß hier. Ja, also da haben wir zwei davon. Ich brauche noch dringend mehr Baumaterial, denn das wird sonst richtig auf die Fresse gehen. Der Sultan wäre erfreut. Aha, drei Tri. Natürlich mache ich das, Schatzi. Erweisen. Ja, ja, wo haben wir denn? Warum muss der so weit weg verlieren, ey? Ach, ein Graus. Warte mal kurz. Ich wollte nur schauen, ob es draußen schon regnet. Weil draußen geht gerade übelst Wind ab. Um nicht zu sagen Sturm, ja. Huhu. Weiß ich nicht. Und finde ich eigentlich ziemlich heftig. Richtig heavy. Wo ist eigentlich mein Schiff hin? Mein Flaggschiff. Neptun. Ach da, die steht beim Herrn Dr. Northburg. Professor Doktor, ey. Warum stehst du da? Ich bin gern bereit mit euch. Ich bin gern bereit, dich zu schlagen. Ich weiß auch nicht, warum ich das kaufe. Ich mach's einfach mal. Das kaufe ich auch mal gleich mit dazu. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Das ist wunderbar. Ich freue mich. Das war Ironie. Das war Ironie. Ja, ich liebe dich. Was? Ich glaube, vom Prinzip her war klar, was ich damit sagen wollte. Oder auch nicht. Das kannst du eigentlich auch gar nicht so genau wissen.
Ich schweife schon wieder vom Thema ab. Ich schweife irgendwie immer vom Thema ab. Das ist phänomenastisch. Meine Güte. Also vier Felder, zweimal Mehl. Ich brauche die Punkttaste nicht. Loni, du brauchst die Punkttaste nicht. Jetzt reg die doch mal ab. Es wird alles gut. Deine paranormalen Zwangsängste kannst du auch daheim lassen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ihr habt ja recht. Wer weiß es schon, ne? Meine Damen und Herren. Und letztes Mal, ja genau, mir fällt ein, ich habe letztes Mal vergessen, hier die Maus einzublenden. Ich habe gesagt, Fraps hier, Maus, nee, will ich nicht. Oder ich habe vielmehr vergessen zu sagen, ja, Maus. So, Maus, jawohl, will ich haben, ne? Und das war doch ein bisschen meine Schuld, aber naja. Ihr verzeiht mir natürlich alle und es gibt keinen Shitstorm. Loni, du Opfer, was? Gibt's dich auch mal ein Intendent oder was? Ja, gibt's dich auch mal in den Fresse halten. War ein heftiger Konter, ey. So. Da ist mir wieder das Holz ausgegangen. Ihr seid solche Holzfresser, ey. Ihr alten Holzfressen. Nein. 41. Was braucht ihr eigentlich alles, um aufzusteigen? Hier steht es. Ne, ja, vier Steine. 41 heißt, ich brauche 160 Steine. Heißt, ich darf mal fleißig produzieren. 40 heißt, warte, 40, 41, 81 und 131. Doch, es... Einer ihrer Betriebe, nein, es reicht nicht keine ganz. Waren mehr her. Es reicht nicht, es reicht nicht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr Warum her. Warum habe ich das nicht auf unendlich gestellt? Was für ein Bullshit, bitte. Meine Güte. So. Eine Produktion, das ist richtig, zweimal Brot, braucht alles das. Alles klar. Einmal noch normal hier Brot und... Ich muss schauen, dass sie richtig angekettet sind. Da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei, da sind zwei. Das ist super. Juhu. Und eine Sache, die ich neulich auch erst rausgefunden hört sich an, als hätte ich was geleistet. Also eine Sache auf jeden Fall. Ich kann die ganzen Viecher hier oben rausschmeißen und sagen, ja. Sag mir an, was auf der Insel abgeht. Das kann ich jetzt relativ schlecht machen, weil ich hier übertrieben viel Zeug produziere. Also ich kann den rausschmeißen und da jetzt irgendwie den nur noch zwei hinmachen, aber leider keine drei mehr. Also irgendwie Fisch, Most. Und bei den Leinenkuttern, da scheitere ich, ja, scheitere ich, da scheitere, scheitere, scheitere ich. Ja, ich habe mal die Musik, die wird ein paar lauter gemacht, man merkt es vielleicht, auch meine Ohren. Man merkt es vielleicht, also im Vergleich zum Rest habe ich das ein bisschen lauter gemacht. Vielleicht kommt es ja heavy an, vielleicht auch nicht. Gut, dann ist erstmal das für Brot gesorgt. Das ist doch toll. Und mehr Einfluss habe ich erstmal ja gar nicht. Ihr habt ein grandioses Gespür dafür, was wir uns wünschen. Ich bin ja auch ein alter Hund. So, man kann mit STRG und Umschalt eine von den beiden, wenn man da draufklickt, steigen einfach alle auf, die gerade Bock haben. Dann steigen alle auf die Bunker. Was? Nee. Wasservorräte werden nicht knapp. Das sind alles Gerüchte und Lügen und Trügen und Betrügen und das geht so nicht. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Ach, danke schön. Endlich. Kinder, die Musik passt einfach irgendwie nicht gerade. Ich weiß nicht, ich bin gerade so bei technischem Fortschritt und dann kommt sowas hier. Weiß ich irgendwie nicht. Naja, kleine Werft. Ich brauche Seile. Bedauerlich. Dabei war was? Es so. Ach, scheiße! Ich Idiot, ach Mann! Genau das meinte ich. Eine Mission. Ich schicke das Schiff hin und dann vergesse ich es einfach. Ah! Leck mich am Arsch, leck mich am Arsch. Der blöde Scheiße, ja, leck mich doch, legst mir da nieder, der Sakrament nur am Mai. Sakrament nur am Mai. Ah, Mann! Ah, schön. Ich hoffe einfach mal drauf, dass es nichts Wichtiges gegeben hätte. Ich kann nur 15 Tonnen Seile kaufen. Was für ein scheiß Beschiss. Was für ein scheiß Scheiß ist das denn bitte? Dieses Schiff ist eines meiner besten. Ja, nee, ist es nicht. Hör auf zu lügen. Stop lying to me, kid. Na gut, dann werde ich aber mal hier meine Seile produzieren. Der Sultan erlaubt euch diese Gebäude. Der Sultan ist so unglaublich gnädig.
Warum kam das ironischer rüber, als es war? Ach nee, nicht noch mehr. Es fühlt sich so an, wie es fühlt sich zum Kotzen an. So, jetzt muss ich aber doch mal noch mal kurz gucken. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Pass auf, ich kann die Produktionsketten hier nämlich auch direkt nachschauen. Also nicht nur für... Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen jetzt, Moment Auftrag mal. Nicht erfüllen. Okay, einer umfangreichen Mission. Also ich muss wieder was von dir zum Northburg schippern oder was. Das ist dann umfangreich, genau, merkst du selber. Na, wo ist es denn? Ich will Seile produzieren und. Na, wo ist es denn? Seile. Einmal Seile und einmal Hanf. Das ist doch wahnsinnig einfach. Wahnsinnig einfach. So, jetzt brauche ich die Punkt-Taste. Punktum, Alter, Punktum. Oh, ich hoffe, ich habe die Musik nicht zu laut gemacht. Ansonsten habe ich wieder was zu schnibbeln fürs nächste Mal. Wird auch lustig, sicher. Okay, du bist angeschlossen. Ich hätte auch Licht anmachen sollen, dass ich vielleicht meine Tasten sehe. Ich meine, die These ist gewagt, da brauchen wir nicht diskutieren, ja? Aber naja. Ich werde ja nach der Aufnahme sehen, wie sehr ich wieder verkackt habe oder in was oder warum eigentlich oder warum auch nicht, ne? Das sind doch die Fragen des Lebens, die gestellt werden müssen dürfen. Der Baubereich ist nicht geblockt. Alles Lügen. Alles Lug und Trug. Dieser bedeutsame Auftrag. Ich bin froh, dass ich euch... Ich vertraue... Ach ja, wie überraschend ist das denn? Hier ist ein Bericht. Irgendwie kommt man sich hier doch Habt ein bisschen ihr verarscht eure Pflicht vor. Erfüllt? Ich bin froh, dass ihr euch genau, dieser gib mir noch 41 Tonnen Stein, die brauche ich ja so dringend jetzt. Ich bin ja so ein Baumaterial in Not, ne? Spasti. Naja, gut, man soll sich nicht beschweren. Könnt ihr nicht auch was für uns Bettler tun, ne? Warum? Okay, erklär ist mir das mal. Nur ein kleiner Gefallen. Jetzt erklär mir das mal. Pass auf, da ist jetzt so ein Bettler, ja? Und ich wollte ihn noch gar nicht annehmen. So, auf jeden Fall ist da so ein Bettler, ja? Und das ist ja, wenn das nicht schon schlimm genug wäre, will der auch noch was von uns. Aber was geht denen eine Kiste Treibgut an? Wo ist denn da der Sinn? Und kommt gar nicht so geil, wenn man versucht, Qualifikation auf Hurensohn zu reimen. Ist mir gerade so spontan, Entschuldigung, könnt wollte ich nicht. Könnt ihr nicht ein paar Ach, du blöder, ich hasse dein... Wir dürfen bleiben? Das ist ein Wort. Ich hab... Also wenn ich sie wegschicken würde, dann würden die eventuell als Gesetzeslose wiederkommen und mir voll auf die Fresse geben. Da habe ich echt keinen Bock drauf, weil ich noch kein Militär habe. Ja, ja. Ihr habt Herz am Woher haben Bettler 2600 Münzen? Hallo? Aber sich bei mir im Armenhaus durchschnorren, das ist eine Verschwörung. Eine Verschwörung. Ich möchte diese Verschwörung anprangern. Weiß ich nicht. So. Dann lassen wir euch halt auch noch aufsteigen. Wir haben ja sonst nichts zu tun in unserem scheiß Leben, ey. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Meine Fresse. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Kann ich dich jetzt bauen? Nein, ich habe noch nicht genug Seile. Es ist doch alles zum Kotzen. Ich habe Spaß übrigens. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich habe richtig Bock, ja? So, pass auf. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ach, ich habe ja vergessen. Das wird mir wieder meine komischen... Hier Dings um die Ohren hauen. Meine komischen Annotations. So, warte mal. 2, 4, 6... Bauern 11, Bürger 30, hoppla, 30 und Patricia 44, gut. Ist blöd, wenn man wegen jedem scheiß Bettlerboot hier was machen muss, ey. Fixkinder, ist doch ehrlich so, Mann. So, jetzt 4 Fischhörten haben wir, 3x Gewürz haben wir, 2x Brot haben wir, 4x Most haben wir, 2x Leinkutten haben wir ja sowieso, haben wir schon lange. Dann brauchen wir jetzt 2x Bier und 1x Lederwämser. Okay, das geht, glaube ich, klar. Eine Produktion dann pumpen kommt wir hier einmal voll den Scheiß. Ich hab doch gerade komplett vollgeladen. Was war? Hallo? Junge. Okay, 2x Bier. Was ich auch machen könnte. Was ich mach. Na, ich weiß nicht. Ich könnte die Insel eigentlich für Bier auch nutzen, aber. So dass ich die gleich getrennt mache, aber. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache doch alles gleich hier. Ach, ich mache Minus. Moment mal. Das ist mein Problem, weil ich immer so viel Geld im Einzelspielermodus habe. Achte ich hier so selten darauf. Sind hier alle eingezogen? Nein, nein, nein. Also ja, ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber was auch immer. 3, 2,
1. Ja, komm schon jetzt. Danke. Zahlt mir hier Geld. Zahlt mir Geld. Zahlt mir Geld. Das war meine wunderschöne Singstimme, meine Damen und Herren. Total witzig. Viel über den Orient ich hab gar gelernt. Nichts gelernt, Alter. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr alle wollt von mir. Lernen ist ja, das ist der Druck der Gesellschaft. Man prangert nur das an, was man nicht selbst schafft. Und nein, bitte fragt nicht, was ich mir hier da, was ich mir hierbei denke. Fragt's einfach nicht, kommt schon. Es gibt Dinge, die möchte ich gerne für mich behalten. Zum Beispiel, was ich gedacht habe. Ich würd's eigentlich auch gern selber mal wissen. Das wäre auch mal übertrieben heavy. So, hier noch einer und hier noch einer. Und es passt perfekt, danke. Und ich mache erst die Weizenfarm, weil diese kleinen Pissnelken, ja, diese kleinen Kräuterpissnelken, die lassen sich immer ziemlich einfach bauen, weil die sehr wenig Platz brauchen. Wir werden gleich sehen, was ich meine. Hoffentlich. Mal gucken. Moment. Hier rüber, dahin und... Okay. Es sind 2x3. Das sind, soweit ich weiß, die kleinsten Felder, die es hier gibt. Und man darf dankbar sein. Man darf auch abkosten. Das liegt doch bei einem selber. Das war nicht effizient gebaut. Naja, wir lassen es mal so durchgehen. So, und... Warte mal, ist jetzt? Ich muss mal kurz gucken. Ja, okay, der Weg hat schon ausgereicht. Ich hätte die Kamera drehen müssen. Ist mir aufgefallen, mir ist auch aufgefallen, da war ich zu faul für. So, ich glaube, mein Rekord hier lag bei 19 von 8. Und ich rechne mal lieber nicht aus, was theoretisch möglich ist, weil dann bin ich wieder deprimiert. Die Brunnen sind leer. Was? Ich hab doch aufgefüllt. Was willst du denn? Ach so. Hoppla. Ich hätte gleich alle auffüllen sollen. Ja, das ist das Tolle an Patch 1.1. Vorher musste man auf jede Noria einzeln und auffüllen. Und jetzt kann man mit STRG oder mit Umschalt... Warte mal. Nee, mit Umschalt kann man alle Norias wieder simultan auffüllen. Also alle Norias auf einer Insel vom gleichen Typ. Es gibt ja kleine Norias und dann folglich wahrscheinlich auch große. Das war jetzt ein heftiger Spoiler, oder? Ich glaube schon. Aber es wird dann noch große Norias geben. Und vor denen sollte man sich in Acht nehmen. Oder so ähnlich. 17. Ja, 17 ist gar nicht mal so heavy, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sich das hier überschneidet ein bisschen. Naja. In Naja ist Eier drin. Lol. WTF, Loni, was soll denn das? Soll das irgendwie witzig sein? Dann sag mir bitte Bescheid. Loni, sag Bescheid, wenn du es witzig findest. Genug Gesinge, jetzt zweimal Brauerei. Habe ich noch genug Baumaterialien? Bestimmt. Und wenn nicht, dann ist auch egal. Ich habe nicht mehr genug Baumaterialien. Korrigendum, ich habe noch genug Baumaterialien. Bei dem Soundtrack muss ich immer mitsingen, das ist voll schlimm. Anti-Soundtracks, wo man mitsingen muss. Okay, es ist nicht so schlimm, wenn man nicht Loni heißt. Komm, wir machen es uns mal einfach. Wir lassen mal den. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch reißen können, also. Da geht nicht mehr als einer, da kriegen wir den hin, den, da geht nicht mehr, da machen wir den noch. 14. Und dafür, dass ich mal da 17 und insgesamt schon mal 19 rausgeholt habe, ist 14 jetzt nicht so heavy. Warte, mein Nacken. Aua. Noch ein Fun Fact. Was heißt noch ein? Habe ich heute schon ein Fun Fact gebracht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin seit 5 Uhr wach oder so. Ich bin Student. Ich möchte eigentlich da schon Lob für haben. War ein Spaß. Aber 5 Uhr ist schon heavy. Heute Prüfung gehabt. Ja, alles normal. Und es war irgendwie um 9 Uhr Prüfung und man hat ja gerne noch ein bisschen Zeit vorher, um alles nochmal durchzugehen und so ein Kack. Und ist eigentlich auch egal. Und der Punkt ist, ich könnte ja gleich eine Produktion einschlafen. Kommt zum Erliegen. Ich könnte einfach so... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Das war authentisch dargestellt, ich weiß. Schiffsbau abgeschlossen. Okay, danke schön. Dich, kleines Schätzchen, brauche ich jetzt für... Oh, mal schauen, ob ich im Dunkeln tippen kann. Brot... Bier. Okay, nicht so schnell tippen, aber ich kann immer noch tippen. Eine Produktion kommt zum Erliegen.
Wenn ich einen Cent kriegen würde, für jedes Mal, wo ich das höre, ey. Ich wäre so gerne Schiff Millionär. Dann wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär. Millionen schwer. Ich wäre so gerne Millionär. Ich hab kein Geld, hab keine Ahnung. Doch ich hab ein großes Maul. Bin weder Doktor noch Professor. Aber ich bin stinkend faul. Ich habe keine reiche Freundin und keinen reichen Freund. Von viel Kohle habe ich bisher leider nur geträumt. Ich wäre so. Okay, wir lassen das. Das war übrigens nicht von mir ausgedacht spontan, sondern von den. Ich glaube von den Wise Guys oder so. Sehr schlecht parodiert, aber es ist. Man muss auch Versuche in der Gesellschaft zulassen dürfen. Nachdem wir das Mutter-Theresa-Image mal abgelegt haben, Loni, können wir jetzt auch mal wieder weitermachen hier. So, mal schauen, wie viel haben die schon auf Lager? Oh, 70, okay, und 5. Naja, 5 ist nicht so heavy, aber 70. Die sind gut ausgelastet. Jo, 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 jo. Jetzt können wir schauen, wie unser Geld hier nach oben springt. 28, 46, 56, 49. Okay, das sieht ganz gut aus. Ach ja. Fuck it. Wir brauchen ja dann noch eine Kirche. Meine Handelsschiffe haben kleine Penisse. Was? 6 Tonnen Bier. Naja gut, das wird schon noch werden mit dem Bier. Ja, die produzieren jetzt noch nicht auf 100%, aber das kriegen wir alles noch hin. So, what's next? What's up? Nein. Lederwämserei und Bücher. Aber vorher würde ich gerne mal... Es wäre mir ein Anliegen von Herzensgüte... Nicht so schwul zu sein. Nein, von Herzensgüte hier. Glas zu produzieren. Dankeschön. Habe ich, wie viel Quarz habe ich denn hier? Ein Quarz, das ist nicht so heavy. Wie viel Quarz habe ich hier? Einer. Euer Beistand in dieser Angelegenheit. Ach, Alter, muss das sein. Naja, gut, okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wie viel Eisen habe ich? Ich kann auch gleich offen lassen. Hier sind 2 Eisen, okay. Für Eisen brauche ich. Was für Glas brauche ich? Eine Waldglashütte? Hier wird eine hingehen. Erlaubt hier. Erlaubt ihr mir, euch einen Rat zu erteilen? Nein, leck mich doch am Arsch. Leck mich bitte am Arsch. So, was wollen die eigentlich? 15 Holz, 5 Hanf und 5 Alter. Wenn der aber nicht gut zahlt am Ende, das kannst du aber, ne? Also, pass auf. Wir müssen wahrscheinlich... Ach nee, wir müssen nur eine Insel kartografieren. Ist ja geil. Okay, geil war gelogen, weil wir müssen was zahlen und kriegen dafür wahrscheinlich totalen Kacklohn ausgezahlt oder so. Aber muss ja auch geben. Muss es ja auch geben. 15 Holz. Was wollte er noch? 5 Tonnen Hanf. Und 5 Tonnen Eisen, alles klar. Und danach geht's bitte rund. Ich soll... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich soll jetzt nicht eine Brandung... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ist mir doch egal. Mach doch, was du willst, ey. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Und bringen sie... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ist es, kann ich jetzt zu dem schon oder muss ich noch was machen? Kratz, kratz, kratz. Die stolzen Schiffe des Orients. Konntet ihr diese Angelegenheit ja. Im Barte des Propheten? Ein matiger Seemann, genau, Loni. Ein mutiger Seemann. Brauche ich doch... Naja, obwohl... Das Szenario ist ja ein bisschen mehr auf Krieg... Also... Ein bisschen mehr. Eigentlich fast gar nicht, aber man muss schon ein bisschen schießen. Und das geht in Ordnung. Was dann noch kommen wird hier, Szenario 6, Imperator. Ach du meine Fresse. Das wird übertrieben heavy. Ich habe auch schon mal... Zufällig, ich habe... Kann ich mir erzählen, ich habe ja heute Folge 1 hochgeladen. Heute ist 12.8. Ist der Montag, also 2 Tage bevor Folge 1 kommt. Und ich habe mal ein bisschen... Ach, die Beschreibung wollte ich halt tippen. Ich nehme ja immer so eine Universalbeschreibung, die ich mir selber zusammentippe. Und die ich dann halt für jede Folge benutze. Warte mal, kurz gucken. Das passt. Fisch geht noch. Das läuft alles. Okay, ja. Universalbeschreibung und da war... wollte ich halt ein paar Tags entwürgen und ich wusste nicht aus dem Kopf, wie die Szenarien heißen. So gut nachgeschaut im Anno 1404 Wiki und da habe ich auch gleich mal einen Tipp gelesen zu diesem Imperator-Szenario und ich werde den mir doch sowieso nicht merken.
Aber dieses Imperator-Szenario... Ach, scheiß drauf. Dieses Imperator-Szenario könnte ganz interessant werden, wenn ich diese Strategie da befolge. Krieg ich jetzt zwar Waldglashütten in schwer, ne? Na, komm, geh mal. Ach, ich weiß es nicht. Dann geh halt hier hin, ist doch egal. Geh ich halt dahin. Aber das wird interessant. Es geht im Prinzip, so kurz zusammengefasst, darum, dass man die Strategie so aufbaut, dass die Gegner, man spielt gegen drei schwere Gegner, dass die Gegner einen einfach nicht sehen, weil die können nicht angreifen irgendwie, wenn man die noch nicht entdeckt hat praktisch. Man muss sich halt so lange versteckt halten, aber gut ausbauen, infrastrukturmäßig. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Genau, keine Waren mehr, ja. Das ist eben... dass man sich hier eben erst aufbaut und dann die entdeckt und dann auch mit denen mithalten kann. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Werkzeug schon mitnehme und Holz und Dings, ne? Aber es wird schon passen. So, hier baue ich keinen Kontor mit, weil ich bin ja nicht blöd. Mediamarkt? Update, es regnet. Things I wanted to know in my entire motherfucking life. Dinge, die ich in meinem motherfucking Leben schon immer wissen wollte. So. Quarzbruch, Pottasche und da kriege ich zwei Glasmacher raus. Okay. Also. Ich sollte auch erstmal... Marc, jetzt halt's Maul. Es geht hier ums Prinzip. Ich sollte erstmal den hier bauen. Und dann kommt eine Waldglashütte hier. Ja. Das ist alles so uneffektiv. Vor allem alles. Ich habe auch so viel schon ausprobiert. Ich bin alle meine Möglichkeiten durchgegangen. Merkst du selber, ne, Loni? Das ist ungewohnt. Ich muss extra sparsam umgehen, weil ich nicht so viel Geld habe. Hab ich schon mal erwähnt, aber es hat sich nicht geändert. Ich brauche 440 Nomaden, Alter. Mein Hafen mag auf euch unbeschwert. Scheiß drauf. Ich kriege hier noch volle Baukostenrückerstattung. Das geht noch. Also, auf zu den Nomaden der Hölle. Weil ich sie hasse. Ich hasse sie. Ich hasse sie alle. So. Und die Frage ist, will ich die gleich ausbauen oder sage ich noch ja, chillt mal euer Leben. Das ist die einzige Frage, die sich noch stellt. Die Antwort ist, ja, mal gucken. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich mache einfach mal. Warte, 440 heißt 450, heißt 30. Ich habe bisher 6, 4, 11, heißt noch 19. Wenn es jetzt jemand verstanden hat, Respekt. 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 15, 16, 17, 18, 19. Wenn das funktioniert, dann fresse ich auch, weiß ich nicht, dann fresse ich irgendwas. Na klar, warum soll es nicht funktionieren? War jetzt dämlich, aber gut. Gut. Wir lassen es mal laufen kurz und warten mal bis hier 54... Die erlesensten Gewürze. Einer ihrer Betriebe stellt jetzt keine sprech Waren mir nicht so in die Atmosphäre hier rein. Ihrer Betriebe stellt keine Ach, Waren. Leck mich doch alle am Arsch. Sultan von eurer Siedlung zu. Genau, der Sultan hat nichts Wichtiges zu tun als so ein Hans Günther, der es geschafft hat, 360 Nomaden zu versammeln an einem Ort. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jesus hat es mit 5000 geschafft. War der Sultan impressed? Ich glaube, nein. Was? Ja. Eine so, dann haben wir einen Nomaden und dann dürfen wir endlich... Dankeschön. Angenommen, ich würde das jetzt alles abreißen. Also, ich reiße es ja alles ab. Würden die dann auch alle sagen, ja, Loni, du bist ja schon ziemlich behindert. Aber dann sagen, ja, deine Stadt ist geil, du kriegst nochmal 75 oder 125 Ruhm oder sowas. Ich werde es ja dann sehen. So. Do. Dumme Angewohnheiten wird man nicht los. Eine davon heißt Tokoloni. Jetzt komm mal, mach mal ernsthaft hier. Update 2, meine Stimme hat sich erholt. War ja ohne auch eure Hilfe kann ich diesen Boah, wichtigen Auftrag halt doch mal die erfüllen. Ach so, das hat sich natürlich gleich, das hat sich erledigt. Wow.
Na gut, nehme ich mal mit. Das nehme ich dann gleich mal mit. Das nehme ich gleich mal mit. Das nehme ich gleich mal mit. Ja, meine Stimme war ja nie wirklich angeschlagen. Also nie wirklich weg. Sie war ja nur... Kann ich dem Sultan von eurer... Bla bla bla. Man hat gemerkt, dass es hätte schief gehen können. Mit meiner Stimme. So, Gewürze kann ich gleich wieder verkaufen. Handel, fairer Handel. Und ich meine, ganz ehrlich, boah, jetzt halt's Maul! Dann wird mir sowas hier als Missionsdings aufgetischt. Was nichts anderes ist als 558 Goldmünzen. Ich glaube, die Zahl war richtig. Wenn nicht, ist auch egal. So, in Merwan kommt dieses ganze scheiß Glas drauf und in Kekshausen kommt das ganze scheiß Glas runter. Kommt das Glas erstmal down, richtig smooth, ja, erstmal eine Runde abchillen. Abchillen, die Blunts spliffen. Und dann kiffen, was? Sinnlos! Warte mal, ist jetzt hier beides angeschlossen? Jawohl. Und dann fackeln wir nicht lange und schließen hier gleich zweimal. Ich hab nicht genug Holz. Nein, du sollst da nicht hin. Ich wollte den Pipettenmodus haben, ey. Hört sich irgendwie lustig an, das Wort Pipette. Sagt es mal ganz oft hintereinander und dann fragt euch, warum ihr es getan habt. Pipette, 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 Pipette. Ja, ist behindert. Loni, das haben wir jetzt auch hochwissenschaftlich festgestellt, dass man amtlich einen an der Waffel haben muss, um das zu tun. Und diese Bedingung hast du eindeutig erfüllt, mein Jung. Mein Jung, 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 Jung. Mein Kim Jung. Mein Kim Jung oder so ähnlich. Der Ort ist irgendwie gar nicht mal so heavy, um mir was aufzubauen. 36% ist nicht so der Burner, ne? Der Sultan macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Danke, Sultan, du alter Weckkocker, was? Habe ich nicht gesagt. Ich bin mal gespannt, auf wie viel Prozent es bringen würde. Es kostet ja auch richtig Geld, das ist das Ding. Hier kriege ich 100%. Ja, das war klar. Und hier? 100%, wow! Das hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht. Ich meine, ganz ehrlich, das hat nicht nach 100% ausgesehen. Stein kann ich wieder mitnehmen, brauche ich ja sowieso hier nicht. Oder? Brauche ich den? Warte mal. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Korrigendum, ich brauche den Stein. Das ist so die Gewohnheit, weil im Orient brauchst du einfach niemals Stein. Aber wir bauen ja hier auch, ne? Du weißt doch, was ich meine. Ich muss doch gar nicht sagen, was ich denke. Interessiert da sowieso kein Schwein. Wie viel Holz fehlt mir? Kannst du nochmal wiederholen, bitte? Wie viel Holz? Ich hab das nicht ganz mitbekommen. Ein Holz, ja genau. Merkst du selber, oder? Der Seufzer des Todes. Oder so. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh, gut, dass es hier alles flüssig und schnell läuft. Komm. Nee, ein Holz reicht doch. Kommt zum Erliegen. Und dieses Schiff werden wir zur Feier des Tages umbenennen in ein Holz. Ich finde, das ist ein ehrenwerten Titel. Scheiße, das Ding hat gar nicht 100%. Ich vergaß. Ich muss es ja noch anbinden. Und dann hat es nämlich... Oh, hat immer noch 100%. Okay. Beschweren, was? Ich... Was willst du denn? Ich hau einen dicken Hammer raus. Und ehrlich, beschweren sieht doch mal ganz anders aus. Weiß ich auch nicht. Okay, ich produziere Glas. Ich habe ein Schiff. Habe ich ein Schiff auf der Glasroute? Jawohl. Und dann bin ich endlich mal ausgerüstet. Da kann ich auch mal gucken. Diese Kirche hier, ne? Die kostet ja schon ordentlich. Das wäre schön, wenn ich mir das auch leisten könnte. Ach komm, ich verkaufe mir das ganze Werkzeug. Das braucht ja sowieso niemand mehr. Ich bekomme regelmäßig Waren aus dem Kaiserreich. Ein paar Minuten später, ich habe kein Werkzeug. Könnte sich glücklich schätzen. Welcher Vollmond hat unser Werkzeug verkauft, ey? So, genau so wird's passieren. Was willst du denn, ey? Könnt ihr nicht auch was für uns Bettler tun? Oh, ich hau dir so in deine Scheißfresse. Ist eh nur... 3 Tonnen Brot, 4 Tonnen Fisch. 2 Inseln. Welche ist es wohl? Wahrscheinlich die da oben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, los. Abgang.
Ich muss sowieso warten, bis der Junge mein Glas geliefert hat. Der Junge hat mein Glas geliefert. So, die Frage ist, wo baue ich das hin? Ich kann es an sehr vielen Orten hinbauen. So, an sehr vielen Orten hinbauen. Ich weiß es nicht. Ich müsste dazu ein paar Patrizierhäuser abreißen, aber dann können auch diese ganzen Kirchen weg, zum Glück. Jetzt werden sie gleich alle ausrasten. Like I prophesied. Like I have prophesied. Schau mal, ist doch alles normal, Kinder. Gebt euch das doch mal. Ist das nicht geil? Ist nicht geil. Ja, dann kann ich aber auch nichts machen. I don't think that it is my fault. I don't think that it is my fault. That it's my fault. It's my fault. It's my fault. Und jetzt haltet doch mal die Fresse alle. Haltet mal alle euer Maul. Warum ist hier eigentlich, wer hat hier eigentlich so behindert gebaut? Welcher Spaß, die war denn das wieder? Warum ist da ein Weg mittendrin, hallo? Ach so, nee, der passt so, okay, okay. Ich ziehe meine wildigen Beschuldigungen zurück, ne? Merkst du selber, Loni. Scheiße, was mache ich da jetzt? Da kann ich noch ein Haus hinbauen. Ich hätte so viel Bauplatz verschwendet. Es tut mir so im Herzen, wie Bauplatz zu verschwenden. Aber so, also richtig heavy Bauplatz zu verschwenden. Zu jedem Aussenden vom Suchtrupp. Ich brauche 3 Tonnen. Boah. Wichskopf. Ich nehme einfach jetzt das Richtige mit. Wie wär's damit, Loni? 4 Tonnen Brot, 3 Tonnen Fisch, alles klar. Dann kann ich nämlich diese Schenke da abreißen. Bestimmt habt ihr es vergessen. Ja, ich hab's vergessen, weil du behindert bist, ey. Aber wie muss ich denn das bauen? Die gesuchte Person konnte nicht gefunden. Ja, leck mich am Arsch, ey. Was ist denn das für eine Verschwörung hier? So ein Dreck. So, 2. Insel war hier unten. Wenn er da nicht ist, dann... Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Och, Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Ich habe auch nichts Besseres zu tun. Ich habe hier gerade richtige Platzsorgenprobleme. Sorgen. Du weißt schon. Da kannst du nicht mit so einem Auftrag ankommen. Schlimm wird sowas erst, wenn du es im Endlosspiel mit Missionen machst. Und du eine Stadt mit 20.000 Gesandten hast. Viel Spaß beim Motherfucking Suchen. Hier geht's ja noch. Ja gut, das war jetzt... Sie haben die gesuchte Person gefunden. Ich meine, es war jetzt nicht so einfach. Ich war an den Grenzen meiner Intelligenz angelangt, aber ich hab's noch hinbekommen. Die gesuchte Person konnte ausfindig gemacht werden. Ja, nee, was für eine Überraschung. Wenn sie auf Insel 1 ist, muss sie auf Insel 2 sein. Das wäre witzig, wenn sie auf gar keine Insel ist, die mich gefickt hätten. Hä? Habt euch um unsere Sorgen. Ja, okay. Ich habe überlegt, ob ich auf Nein klicke, aber das wäre gemein. Und das ist ja nicht mein Stil. Okay, es wäre mein Stil. Aber so fies wollte ich ausnahmsweise mal nicht sein. Jetzt, Moment. Ich dachte, ich habe den verladen. Geht doch. Pisser. Genau, ich war bei der Frage, wie ich meinen Bauplatz effizienter nutzen kann. Antwort sollte ganz einfach sein und lautet, ich weiß es doch auch nicht. Habe ich das studiert oder was? Da können wir uns ja gleich aus der Stadt werfen. Und ich glaube, darüber lohnt es sich doch ehrlich, auch mal nachzudenken. Man darf doch nicht immer den Kopf in den Sand, man darf den Sand einfach nicht irgendwo hinkippen. Das geht doch nicht. Ihr wisst einiges über die Baukunst des Orients. So, dann sind alle Rumheulis wieder zufrieden, hoffentlich. Warte, dann verschiebe ich die nochmal kurz. Warte. Nicht rumheulen, Kinder. Ich hab's gleich. Jetzt wollte ich das mit einem schönen, prunkvollen Platz umranden, aber nein. Kommt ja so ein Steinweg hier hin. Sieht gar nicht mal so scheiße aus. Immerhin reicht es, um einen Satz zu bilden. Genau. Das finde ich auch. Ich habe keinen Grund zu klagen, aber frohlocken kann ich auch nicht. Willst du einen Grund zum Klagen haben? Oh, ich mach Gewinn. Naja, so machen wir nicht so.
Ich habe auch von irgendeiner Mission beim Anno... Jetzt halt's Maul! Ja, das ist alles schön. Beim Anno-Add-on für Venedig hier. Eine Mission, Utopia hieß die, glaube ich, wo Leute keine Steuern zahlen. Wie soll das funktionieren? Das ist die einzige Einnahmequelle, Leute, die Steuern zahlen. Da habe ich mich schon gewundert. Okay, aber ich kenne das Add-on noch nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Wege, Geld zu verdienen. Soll mir aber auch gar nicht so wichtig sein. Gut, jetzt haben alle ihr Glaubensbedürfnis, können sie alle ausleben und alles ist toll und schön. Wie viele Patrizier habe ich denn? 900. Wie viele brauche ich denn? 1190, okay. Da unten kann nichts mehr hin, okay. Wollte ich gerade meine Fresse aufreißen, habe ich gemerkt. Nee. Bringt ja gar nicht mal so viel, wie ich mir dachte, so ein Scheiß. Lasst uns alle weinen im Akkord. Ion im Akkordeon. Im Akkordeon. Okay, lassen wir das mal. Es wird wieder mal zu random, ich weiß. Aber ich kann nichts dafür. Ich kann nicht verleugnen, wer ich bin. Meine Herkunft. Einfach mundtot schweigen. Kann man was mundtot schweigen? Ich glaube nicht, Loni, ne? Aber du wirst Ahnung haben, Kind. Du wirst Ahnung haben, Kind. Du wirst Ahnung haben, Kind. Du Spaß. Ich brauche... ich brauche 48, glaube ich. Genau, 48 Patrizierhäuser. Und ich könnte theoretisch momentan 38. Und ich meine, das ist ja noch nicht so heavy jetzt, ne? Ihr versteht, was ich sagen will? Habe ich noch genug Geld? Ja, ne? Ja, okay. Okay, ich muss die alle in meinem Einflussgebiet haben. Dann könnte ich nämlich hier die nächste Kirche bauen. Mache ich da nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, was kommt nach der 6? Die Zigarette. Nach dem Sex. Zigarette. Lol. Loni, du bist immer noch nicht witzig. Merk dir das bitte endlich mal. Du Spast. Merk dir das endlich mal. Du Spast. Passt dir noch ein Haus hin? Nope. Dann hoppla. Nein, 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 nein. Mach ruhig weiter. Du hast deinen Job toll gemacht. Boah. Hätte ich fast wieder verschießen, ey. Hätte ich fast wieder verschießen, ey. Ganz ehrlich. So, da kann noch ein Haus hin, glaube ich. Kann da noch ein Haus hin? Ja, bestimmt. Passt schon so. Ich habe es echt geschafft, die Kirche falsch zu setzen. Naja, obwohl falsch ist so ein... Naja. Falsch. Das kann man jetzt so sehen. Muss man natürlich nicht, ja, ganz klar. Die Frage ist nur noch, wie ich den Weg verbinde. Weil die machen jetzt hier schon wieder einen Aufstand, als ob sie die Kirche nicht im Dorf lassen könnten. Gut, das kann ich so regeln. Yes. Verstehen Sie? Sie wissen doch genau, was ich gerade gemeint habe. Willkommen zu Können Sie Gedanken lesen. Ich bin übrigens ziemlich dankbar für dieses Pipetten-Tool. Er spart mir sehr viel Klickarbeit. Okay, ihr seid jetzt alle hier dingslos. Hirnlos, aber das ist auch mal in Ordnung. Nein, ich meinte natürlich hier Kapellen, kirchenlos oder so ein Kappes. Wenn ich die jetzt... Ich lass einfach mal... Ich weiß es nicht. Soll ich einfach mal aufsteigen lassen? Oder soll ich erst eingeben in den Warenrechner? Ich kann immer mutmaßen. Das ist immer... Warte mal. Hier, da war gerade noch eine 222. Warum hauen die ab, die Bettler? Sind die unzufrieden? Was wollt ihr damit sagen? Ach, die leben auf der Straße. Scheiße, ich habe ja keinen Armaus mehr. Ups. Das hätte besser laufen können. Da kann ich dann einen anderen Arm her aussehen morgen, genau. Ich altes schelmisches Kind. Dankeschön. Wie viele sind auf der Straße? 199 Bettler auf der Straße, alles normal oder was, ey?
Was für ein Schissel. Die kosten dann nämlich auch zusätzliches Geld. Das ist das Eklige dran. So, warte mal. 27. Da ziehen wir 13 ab. Dann bleiben noch 14 Bauern. Bürger 41. Und dann haben wir wahrscheinlich, sagen wir mal, wir haben dann 48 Patrizier. Gehen wir jetzt mal davon aus. Dann haben wir 29. Das ist eine Kopfrechenleistung, die ihresgleichen sucht. Hust, hust, hust. Ironie muss man auch mal haben dürfen, yo. Yo, yo, yo. So, viermal Fisch haben wir, dreimal Gewürze haben wir, zweimal Brot haben wir, viermal Most haben wir, zweimal Bier haben wir. Dreimal haben wir, dreimal Kleidung hier, Leder, Dings da, Hanf. Dreimal Kleidung, alles normal, Kinder. Lederwämser und Bücher brauchen wir nur noch. Okay, lasset die Aufsteigeparty beginnen. Everybody dance Land, now. Dach über den Kopf ist mehr, als manch anderer besitzt. Ja, diese, vor allem diese Bettler-Spastis, die aber dann aus dem Nichts, ne, mit 2600 Goldmünzen um die Ecke geschissen kommen. Ich möchte das betonen. Ihre Wasservorräte werden jetzt knapp. Warum muss dieses Wasser einmal leer gehen? Ich muss auf mein Geld aufpassen. Ihr Kind, ihr Lohn, ihr muss noch 150.000 müssen noch reinknallen, ne? Überlegt das mal. 150.000 vom besten Schüssel müssen da noch abfallen. Vom güldenen Geschmeide. Noch ein bisschen mehr Oldschool und du könntest Tupac sein oder so. Was? Das ist selbst mir zu random. 1, 2, komm. 46, war eine gute Abschätzung, aber war halt leider wack. Okay, ich korrigiere das mal kurz. 31 mit einer 46. So, Nasiok. Hat sich was geändert. 4 Fisch, 3 Gewürz, 4, 2, 3, 1, nope, immer noch alles gleich. Ach, jetzt hast du keine Steine auf Lager. Ich habe gerade noch 20 Steine verkauft, ich Idiot. Hirnloses Loni-Kind. Bäh. Bringt nichts, mir fehlen immer noch 2 Patrizier. Äußer Hicks, Hilfe. Wollte ich nicht. Hoppla. Voll ans Mikro, komm, warte mal. Jetzt muss ich. Das ist gerade echt uncool. Aua, 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 aua. Das könnte ich machen. Also ich brauche ja noch eine Schenke, noch eine zweite. Und die könnte ich eigentlich hier hinbauen. Sobald ich genug Steine habe, natürlich. Soll ich Steine ankaufen? Ich weiß nicht. Das wäre irgendwie schon ein bisschen Geldverschwendung. Ich warte einfach zweimal. Genau, dann baue ich da eine Schenke hin. Warum habe ich das Haus so behindert gebaut? Ist eigentlich noch als Normaloni oder was? Was war das denn? 2, 3, 4, 1. So. Ich hoffe mal, diese Schenke passt da dazwischen. Die ist okay, die ist 4 breit, 4 lang, 3 breit. Die Ehre eurer Unterstützung. 9 Tonnen Weizen, ey. Du willst mich doch arm machen. So, sowas kann ich einfach nicht aufbringen. Man muss auch mal bewusst übertreiben dürfen, dass der denkt, ich hätte nichts und mir vielleicht ein bisschen Geld schenkt oder so. Höflichkeit heutzutage muss groß geschrieben werden. Duden regelt. Ich alter Scherzkeks. So, komm jetzt hier, sag mal an, habe ich genug Steine? Ich habe genug Steine, wie heftig ist das denn, hallo? Und damit sind alle außer diese drei Loser hier unten von Schenken umgeben. Habe ich da unten noch Platz? Ich hätte da unten noch... Nee, ich hätte da unten nicht wirklich Platz, ne? Na gut, dann werdet ihr halt für ewig auf ewig aufstiegslos bleiben. 1, 2, 3, 4. So, das sollte aber dann reichen. Dankeschön. Gut, wo waren wir? Was wolltest du eigentlich schon wieder? Warum willst du 9 Tonnen Weizen? Kann mir das mal einer erklären? Macht das irgendwie Sinn oder so? Soll ich das verstehen? Should I understand this, Mr. Al-Zair, heißt er, Al-Zair. Dieses Schiff hat noch jede Warenlieferung. Ist krass. Ja, ja, also was krass ist, gebracht.
Das ist schon 50. Ich gebe dir jetzt mal 50 Minuten Umsinn von dem Schlüssel hier. Also, nee, fast 50 oder 50. Ich weiß es nicht. Ungefähr 50 auf jeden Fall. Ich habe ja irgendwie gar nichts geschafft. Das ist ja total blamabel. Das hätte irgendwie schon mal ein bisschen mehr reinknallen müssen. Unschön. Keine Ahnung, warum Bücher gesperrt sind. Ich habe ja nicht mehr welche. Welcher Vollidiot hat das wieder verzapft? Bitte alle Hände hoch. Alle Hände nach hoch, um einen lustigen Gag zu bringen, über den zurzeit jeder lacht. Komm, zieht jetzt mal ein. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Boah, wie langsam zieht ihr denn ein? Das ist doch alles eine Verschwörung. Dieser bedeutsame Auftrag, ja, mit dem ich euch betraue. Oh, dieses Wortspiel. Ehre der Ehre. Wow. Wenn ihr so weitermacht. Allah segne euch. Ehre der Ehre. Wie lange habt ihr euch darauf abgespritzt, weil ihr so stolz drauf wart? Ja, jetzt ehrlich mal. Also mal, es gibt schon Leute, die über weniger gelacht haben, aber das ist dann schon eine Kunst. Ehre der... Oh, boah. Das tut mir in den Herzen, in der Seele und in den Knochen weh. Grauenhaft. Naja, wollen wir uns mal nicht beschweren. Es könnte uns schlechter gehen. Wir könnten 221 nutzlose Bettler... Gut, ich sag gar nichts mehr. Ich halte einfach meine Fresse. Aber positiv sehen, wir können jetzt endlich alles... Wir können alles bauen. Ich brauche noch eine Most-Ding ist scheiße. Einmal Most. Okay. Bin ich noch auf schnell? Nein. Ich habe irgendwas Komisches an der Zunge, was wehtut, geschwollen ist, aber gleichzeitig auch juckt und weiß ich nicht. Wollte es überhaupt jemand wissen jetzt? Ich glaube, nein, meine, ne? Meine Flotte ist unermüdlich dabei, Waren aus der Heimat. Aber Loni the Brain wird es wieder mal wissen. So, 1, 2, 3, 4. Wir brauchen einmal Most. Und um nicht unnötig Platz zu verschwenden und Geld und Zeit, die wir nicht haben, 5, 1. Hallo, ich habe dich ausgewählt. Schiff, du wurdest persönlich selektiert von mir. 5-1, Junge. Die 5-1. Und du spurst nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was? Ein Schüssel. Eine Produktion. Und manchmal frage ich mich ja auch, warum ich mit meiner hohen Stimme, warum meine Stimme so hoch macht. Ich könnte doch eigentlich auch erliegen. Ganz smooth kommentieren, ne? Weiß ja alles normal hier. Meine Damen und Herren, ich verstehe es nicht. Ich weiß ja gar nicht. Einer ihrer Betriebe. Das ist jetzt, halt doch mal die Scheißfresse, Junge. Halt doch mal deine Scheißfresse. Das ist auch interessant, wie ich mir so denke, ja. Ich habe ja Baumaterialien, aber die brauchen sicher noch mehr. Das hätte ich mal gerne erklärt. Was habe ich mir da gerade dabei gedacht? Sollte es ein Running Gag werden oder so, Loni? Jetzt bist du wieder mit meiner hohen Stimme. Merke, einfach mal einen Gang runterschalten. Mach's wie ein entspannter Fahrradfahrer. Schalt mal einen Gang runter. Und so freute sich Loni 10 Tage seines Lebens über diesen grandiosen Vergleich. Ich könnte es immer ehrlich zu ernsthaft versuchen, diese restlichen 10, 20 Minuten, was auch immer ich jetzt noch Bock habe, hier einfach mal ganz bewusst zu sagen, ja, ich bleib mal entspannt, ja, ich bleib mal alles normal, ich bleib mal total chillig. Ich weiß genau, das wird nichts, aber man muss es ja mal hoffen. Meine Lager stehen, wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ich habe gerade den Kopfschmerzen, weil die Musik so laut ist, aber naja, soll mir mal egal sein. Muss auch mal bewusst sagen dürfen, ey, ich habe Kopfschmerzen von deiner Scheiße, aber es ist mir egal. Muss man auch irgendwo anerkennen, ne? So. Noch mache ich Gewinn, das hält aber nicht mehr lange an. Das ist schlecht. Pass auf. Mach mal so. Bauen wir hier einmal den hin. Gut, wir brauchen 60 Tonnen Dings da. Die Frage ist, wo bauen wir den Schuldturm hin? Das ist das Problem, der nimmt nämlich eine Viererbreite ein und ich habe die Häuser auf Dreierbreite geeicht. Also es ist eigentlich richtig schlecht gelaufen. Und egal wie man es dreht, Häuser nehmen immer 6x6 ein und 5x4 ist so ein sorry you lose, so ein ganz klares sorry you lose. Ich werde auf jeden Fall mal das Armenhaus verlegen müssen. Das arme Haus. Oh, ja, witzig, lustig, tralala. Selten so gelacht. Warte mal, einmal drehen, danke. Nein, Moment, was habe ich gedrückt? Keine Ahnung, was ich gedrückt habe. Es war auf jeden Fall falsch.
So, Armenhaus einmal weg, bitte. Kinder, ich habe euch doch Ersatz gebaut. Boah, halt doch mal deine Scheißpresse, ey. Ich meine, willst du es? Legst du es drauf an, dass ich ausraste? Welches Bauvorhaben plant ihr? Und euch alle Bitch-Slap gebe einfach. Ja, willst du das? Wenn du es willst, dann drück jetzt auf den Like-Button. Und wenn du es nicht tust, wird deine Oma sterben. Okay, gut, das Ding ist doch ein bisschen zu weit. Also, kleine Oma kann da auch nichts für, wenn du zu dämlich bist, den Like-Button drücken. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ich sollte eine Facebook-Seite anlegen. Drück den Like-Button oder deine Oma backt dir keine Kekse mehr. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Das ist eine ziemlich harte Drohung irgendwo. Weil es ist ja bekannt, dass jede Oma Kekse backt. Ich weiß gar nicht, was es mit dem LP zu tun hat. Eine Produktion kommt zum Jetzt halt doch mal dein... Nein, halt doch bitte mal deine Scheißfresse. Hör. Der Erfolg dieser Angelegenheit. Ja, genau. Wir machen jetzt mal eine Mission. Und dann knallen wir mal dieses Schiff ab. Ein Handelsschiff. Das kann uns wenigstens nicht hauen. Das ist doch toll. Ich wundere mich, warum ich gerade hier Gewinn mache. Zahlen die mehr Geld oder was? Warum mache ich Gewinn? Hallo? Ach nee. Da waren Bettler auf der Straße. Diese Mother Duckers. So geht's ja nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Es war ein kurzer und schmerzloser Eine Tod. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Falls Schiffe sterben können. Das ist jetzt Ansichtssache. Habt ihr in der euch anvertraut? Nee, habe ich nicht geschafft. Was denkst du denn, warum ich hier bin, ey? Holzkopf. Nee, Spitzkopf. Du nennst mich Spitzkopf? Weiß ich nicht. Komm jetzt bitte. Bitte, 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 bitte. Wo bleiben meine Steine? Hallo? Hallo, 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 Schatzi. Slash Gift Stein. Slash Gift Loni Stein. Ich sollte dran denken, dass mir ein Fenster ja noch gekippt ist. Und es gar nicht mal so lustig ist, wie ich denke. Wenn ich Leute damit verstöre. Gut, einen weiteren Schulturm kann ich jetzt im Moment sowieso nicht bauen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Warte mal. 5 mal... Nee. Einer ihrer doch. Betriebe stellt keine Nein, Waren Nein, scheiße. Auf einen Eck passt es nicht, so ein Dreck. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann mache ich so, pass auf. Dann mache ich so. Werd mir dafür jetzt einen riesen Hate einfangen? Nee, Quatsch. Aber... Muss ich das mal abpassen, warte. Da oben sind 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. Wir gehen mal langsam ran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Einen rüber. War genau falsch. Phänomenal, Uni. Phänomenal. Wie machst du das nur immer? So ein strunzdummer Esel zu sein. Okay, ich sollte auch an die Esel denken, den ich damit so richtig virtuell gerade eins auf die Fresse gegeben habe. Ein Herz für Esel. Die Peter wird stumm klingeln, ey. Okay, ganz ruhig. Alles gut. Alles schön. Die Welt ist super. So, 1, 2. Speicher doch nicht mitten, wenn ich hier gerade am Machen bin. Ich spiele noch nicht mehr eine Stunde, du speicherst. Was soll das? Ach so, ja, ich erinnere mich. Ja, ich habe... Witzige Geschichte. Spiel gesichert. Ich habe vorher schon mal aufgenommen und dann wusste ich nicht, ob das alles richtig ist, ob das alles passt, von wegen Ton und so. Ja, habe ich nochmal ausgemacht. Wie intelligent das jetzt war, ich glaube, das lassen wir sei mal dahingestellt. Warte mal, 1. Moment mal. Ich denke schon, warum laggt es so? Ich bin ja auf langsam, ich Idiot. Auf langsam laggt es natürlich immer, das laggt immer übelst. So, warte kurz, 2 runter verschieben. 1, 2, 3. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das ist ja ein Jammer, ein Graus. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was soll denn das, Klaus? Wir verstehen uns. So, warte mal, 14, 33, 48. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Auch wenn ich dafür jetzt massiv Geld zahlen muss, aber... Boah, ich habe ja fast kein Geld mehr. Scheiße. Ich muss mal sparen. Dreck.
Bisschen schneller, bitte. Zack. Ah, ich hab keine Steine. Boah! Soll das ein Witz sein oder so? Soll ich jetzt lachen oder was? Komm schon. Einer Danke. Stellt keine Waren mehr hier. Jetzt muss ich noch warten, bis ihr eingezogen seid und dann können wir endlich mal hier. Endlich mal weitermachen. Ich brauche dringend Geld. Scheiße, scheiße, scheiße. Was mache ich da? Okay, war der Bürger, jetzt können schon mal zahlen. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich werde auf den Orient gehen, weil der Orient ist immer ziemlich ertragreich. Ja, ich werde auf den Orient gehen müssen. Also erstmal sagen, Patrizier sind Patrizier und es muss Patrizier geben, aber das reicht dann auch erstmal. Ich mache Verlust, es geht Würdet nicht. Würdet ihr gnädigst meine Bitte Gehör schenken? Ein erregter Geistlicher. If you... Nein. Nein. Er bittet sie um Hilfe. Suchen Sie mit Hilfe eines Scheich. Ich wollte es lesen, Mann. Dann halt nicht. So. Fisch und Brot wollt ihr alle. Wie viele Inseln müssen wir abklappern? Zwei. Schon wieder die zwei. Als hätten wir das beim letzten Mal nicht schon gesehen, was da alles drauf ist von Kappes. Nein. Wir gucken am besten nochmal. Jetzt ist es aber hier oben. Was macht denn mein Schiff da? Ah ja, hallo Schiff. Ein Holz. Mein Schiff und treuer Begleiter. Ein Holz. Weiß ich nicht. So, also dann werde ich hier auf jeden Fall jetzt mal ausbauen. Um mir hoffentlich ein bisschen Gewinn... Hey, tatsächlich! Treffer! Um mir tatsächlich ein bisschen Gewinn zu machen. Okay, ich werde den Fisch jetzt nicht mehr los, ne? Einer ihrer Betriebe Moment, halt! Scheiß Dreck! Du sollst ihm doch eine nicht folgen, Produktion Mann! Kommt zum Erliegen. Idiot! Blödkopf, Kind! Hashtag Beleidigungsrap oder so. Danke. Schön. 30 Tonnen Seile, genau. Ich habe ja so Seilnot gerade. Guck dir das mal an, wie viel Seilnot ich habe. Kannst du gleich mal einen abseilen oder was? Nee, aber trotzdem. Oh, der Bernanja. Pass auf, machen wir es nochmal ganz einfach. Genau, dann haben wir hier ein paar Mosaike. Sieht scheiße aus. Ich dachte, es fühlt sich so schön ineinander, diese Steine und Mosaikstraßen. Also ist jetzt nicht Mosaik, es ist ja ein prunkvoller Platz. Uiuiui, ne? Können sich auf ihren Reichtum wieder einen freuen. Ach, dammit. Wo mache ich denn bitte so viel Verlust? Das gibt's ja gar nicht. Ich kann gar nicht so viel Verlust machen. Wie die hier angeben, die belügen mich doch. Ist doch alles eine Farce. Eine Erfüllung des Sports. Aber ich weiß, was ich machen werde. Klar. Und schon bin ich wieder im Plus. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Klar, wenn ich keine... Ich brauche ja momentan... Stellt keine Waren ja, mehr ich hier. Weiß doch. Ich brauche ja momentan kein Werkzeug, also legen wir das einfach still. Zumindest eine Produktion eins kommt davon zum oder Erliegen. Beide. Hab ich überhaupt zwei Werkzeugproduktionen? Nee, ne? Nö, ich habe nur eine. Reicht aber trotzdem. Gut, die stillzulegen bringt gar nicht so viel. Ach, ich mach's trotzdem mal. Schau mal, Baumaterialien habe ich noch genug, also daran wird's nicht scheitern. Ab in den Orient. Mache ich in der Folge noch. Komm, ich hab's schon sowieso nichts geschafft. Und ich möchte es nicht noch unterbieten mit gar nichts. Also nichts mit gar nichts zu unterbieten, das will nicht mehr ich schaffen. Das möchte ich mir nicht anmaßen. Meine frommen Gläubigen. Ich habe zu viel Crystal Meth geraucht. Keine Waren mehr hier. Das könnte ich machen, fällt mir gerade ein. Herzlich gegrüßt. 150 Ruhm und wie viel kriege ich? Im Namen des Kaisers. 5000. Kann ich etwas für euch bin untröstlich? Was? Dass ich euch nicht entgegenkommen kann. Was soll das denn? Ich habe dir 150 von meinem Ruhm geschenkt. Du hättest mir ruhig... Och, du blöder Pisser. Helft mir hierbei. Ja, genau, aber jetzt ankommt. Komm, hilf mir bitte. Ich kann leider nichts allein machen. Wenn ich deinem Herrn Sultan mal sagen würde, was du für ein Versager bist, deinem Herrn Bass Sultan, deinem starken Hengst oder was. Erliegen. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber ist trotzdem. 16 Tonnen Mehl. Weil es selber nicht geschissen kriegst. Ist doch jetzt mal so. 16 Tonnen Mehl, danke.
So ein Dreck. So ein Drecks... Ich möchte böse Worte aussprechen, aber... Kann ich dem Sultan von eurem Erfolg... Du kannst deinem Sultan sagen, dass du nichts drauf hast. Genau, 23 Tonnen Milch brauche ich auch so dringend. Hier, behalt deine scheiß Milch, ey. Bin ich einverstanden. Gib's dir über die Hose, sei lustig und sag, ich hab abgespritzt. Dann lachen alle, weil sie denken, du hast abgespritzt. Also Milch. Was auch sonst. Wie soll man daraus auch einen Witz machen können? Oder ein Wortspiel. Absurd. So, warte mal, da können wir jetzt eine 6er Breite draus machen. Aua, mein Nacken. Aua, so. Ich weiß gar nicht, warum ich meinen Nacken so heavy verrenkt habe gerade. Musste scheinbar sein. Gott, das ging nicht besser. Das ist eigentlich sehr gut. So gut, dass ich mir drüber nachdenke, ob das nicht scheiße war. Damn it! Das muss ich anders machen. Ich habe das Kontor... Gut, das kannst du vorher natürlich nicht wissen, dass das Kontor irgendwann mal falsch stehen wird. Also ich glaube, das ist ganz klar, dass du das nicht wissen kannst, aber es ist trotzdem ärgerlich. Mal gucken, wie viel Platz habe ich denn jetzt? Wie viel brauche ich jetzt? Was soll ich tun? Ich dachte schon, ich konnte da gerade nichts hinbauen. Gerade vorher, WTF. Warum? Was soll das denn? Ihr bösen Menschen. Ihr bösen Menschen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren her. Kann ich die Wege nicht verbinden? Das wäre doch toll. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das ist jetzt zwar ein bisschen übertrieben umständlich, aber naja. So, ihr... Ach, ihr seid schon glücklich. Deswegen habe ich so Schulden gemacht. Weil euch alle um die Steuern drückt. Das ist ja mal interessant. Ihr alten... Nicht-Bezahl-Woll-Scheiche. Ja, hart getroffen, ich weiß. Höchstens hart gesoffen, Loni. So hören sich die Lines an von dir heute. Na, ich weiß schon. Na gut, dann machen wir mal noch den Rest drauf. Deckel drauf, Affe zu, Klappe tot. Über solche dummen Sprüche muss ich sogar selber lachen, weil die einfach nur behindert sind. Aber finde ich lustig. Immerhin einer. So, hier geht noch ein Haus hin und da, naja, da nicht mehr, aber ist ja egal. Ist eigentlich egal. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir probieren es heute mal unten rum. Das hört sich jetzt eine wieder Produktion komisch an. Kommt zum Erliegen. Ist aber so. Komm, 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 bitte. Nein, ach Mann, so ein Dreck, Kack, Piss. Ah. Okay. Korrigendum. Ich muss sagen, bei meinem Endlosspiel, was ich letzte Folge am Ende als Bonus gezeigt hatte, da hatte ich unglaubliches Lückenglück. Also da habe ich teilweise ziemlich blind gebaut und ich musste nichts korrigieren. Das war unfassbar. So viel Glück hatte ich noch nie, glaube ich, in irgendeinem Endlosspiel. Okay, vielleicht hatte ich schon mal, aber ich weiß es nicht mehr, weil ich habe ja eine Zeit lang nicht mehr gezockt. Aber trotzdem. Es war heavy. Es war heavy. So, wie viele Leute hätte ich denn jetzt? 54 macht insgesamt 810, okay. Ja, kann man vertreten. So, was wollen 810 Nomaden? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Zu viel Zeug, diese Wohlstandsgesichter. Hat schon mal jemand gesagt, dass ich Meister in Beleidigen bin? Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt warum. Zurück zum Thema. Zweimal Datteln, zweimal Milch, einmal Teppich. Wo kann ich Teppich produzieren? Hier nicht. Hier nicht. Ja, und hier wohl erst recht nicht. Das ist doch super. Die zwingen mich dazu, hier Teppich anzubauen. Die zwingen mich. Ich habe gar keine andere Wahl. Ist nicht so, dass ich sagen könnte, ja, Teppich, nee. Einer ihrer Betriebe Was willst stellt du eigentlich Waren von mir? Nee, nee, so geht's, so leicht Möge geht's leider nicht. Eine ich muss jetzt echt Geld ausgeben für komisches Seidensaatgut. Für die, die das Spiel nicht kennen, ich weiß gar nicht, wie ihr das so lange überleben konntet.
in diesem LP. Diese Fragezeichen heißen, ich kann die Ressourcen verändern. Fehlen die Waren. Ja, da fehlen überhaupt keine Waren. Das ist doch alles Blasphemie, komm. Man kann sich auch irgendwo anstellen, wo man sich nicht anstellen muss. Zum Beispiel Drängler an Kinokassen. Die Saat ist ausgebracht. Weiß ich nicht, also das Prinzip war klar. Betrachtet diese Baupläne als Geschenk unseres Volkes. Also ich, dann nehme ich lieber das Geld. Ehrlichkeit währt am längsten. Hoffentlich. So, jetzt mal wieder ehrlich hier. Bist du in meinem Einflussgebiet? Ja. Habe ich trotzdem ein bisschen einer dämlich ihrer gebaut. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Hm. Jetzt bist du immer noch? Jawohl. Weil ich, wie gesagt, ich bin ja hier ein bisschen kleiner. Ich bin ein bisschen kleiner, ja, nicht die Karte ist kleiner, Loni, genau, sondern du bist kleiner. Du merkst, glaube ich, selber, was da jetzt falsch gelaufen ist. Ne, aber die Karte ist ja ein bisschen kleiner, deswegen muss ich sie ziemlich plastisch bauen. Oder es zumindest versuchen. Auch wenn ich das nicht gewohnt bin. Da gibt es auch genau diesen, hier, wie heißt er? Editor, genau, diesen Tool One oder so. Also mit Patch 1.1 ist auch so ein Tool gekommen, wo ich jetzt selber Karten erstellen kann. Und da habe ich natürlich schon gemacht. Und da habe ich einfach die größten Inseln genommen, alle Fruchtbarkeit drauf geklatscht und einfach alles, was geht. Ja, und das fand ich dann witzig. Nee, und da habe ich dann drauf gebaut. Und weißt du, wenn du an sowas gewöhnt bist, dann ist so eine kleine Kackkarte, wo du eine Insel hast für drei Dinge. Bist halt gar nicht gewohnt einfach. Wenn du eine Insel mit 7 Fruchtbarkeiten und noch einer veränderlichen hast. Und irgendwie 10 Ressourcen hier. Okay, die hat 9 Ressourcen, aber also 10 verschiedene Ressourcen, falls es das gibt. Vielleicht hat man ja verstanden, was ich überhaupt sagen wollte jetzt damit. Und wenn nicht, ist das ja eigentlich ich auch egal, auch egal. Habt ihr alles, was ihr wollt jetzt eigentlich? Ihr wollt einen Moment, das Moment, ja. Wollt ihr eine Moschee? Wie viel kosten die? Oh, das ist cool. Genau, hier Baustoff im Orient wäre auch Mosaik. Bräuchte ich eigentlich, aber müsste ich herstellen. Habe ich aber nicht. Da müsste ich, warte, wo müsste ich denn das bauen? Die Insel hier hat Ton. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Quarz und Ton und dann kommt Mosaik raus. Und müsste ich eigentlich machen, aber ich habe ja noch von irgendeinem Auftrag scheinbar das bekommen. Gut, bitte. Bitte, dankeschön. Ich schmeiß mal immerhin die Holzfreunde wieder an. Holz könnte doch nicht minimal unwichtig sein, sagen wir mal so. Zahlt ihr jetzt alle Geld? Das ist doch wunderbar. Dann zahlt mehr Geld. Zahlt kein Lehrgeld, sondern zahlt mehr Geld. Naja gut, wollen wir es mal nicht übertreiben. Was das war, dürft ihr mich nicht fragen. Werden keine Waren das ist ja ein... Eine Frechheit, die so nicht zu überbieten gilt. Kirche, Moschee, was auch immer. Ihr wisst doch genau, was gemeint ist, Kinder. Okay, merken, weil die 4. Und ich hoffe, diese Kirche erreicht... Na, Moschee, nicht Kirche. Moschee erreicht die. Sie erreicht nicht alle, die es zu erreichen gilt. Scheiße. Dreck. Gut, dann machen wir die hier oben weg. Hey, ihr Nomaden, wir probieren nur aus. Ihr dürft gleich wieder rein. Und dann haben die Meyers von nebenan einfach alles, die Wohnung aufgekauft. Schon bist du obdachlos. Was machst du dann, ne? Dein Kumpel hat sein Leben lang bei Mama gewohnt. Und du auch mal gratis, und zwar in der Bahnhofsmission. Will ich mir durch den Kopf gehen lassen. Wie ein Headshot. Haha, was für ein Vergleich, ey. Kannst du auch gleich einen Finger abhacken, kommt das gleiche raus. Und zwar was Ekelhaftes. So, jetzt mal genug bla, sondern jetzt mach auch mal was, Loni. Hau jetzt doch mal was raus. So, sind hier im Einflussgebiet? Ja, nein, vielleicht, Antwort 4. Das ist ein bisschen nervig, weil die kleinen Norias, die sind... Ja, Moment.
Die kleinen Norrex, die sind ja alle schön und gut, aber sind halt ein bisschen nervig in dem Punkt. Man muss sie viel zu oft auffrischen. Und man muss so viel machen einfach, und das kann doch nicht sein. Meine Ernennung zum Großvezier ist eine besondere Ehre. Ich wollte gerade noch irgendwas aufzählen, mir ist nichts mehr eingefallen. Was muss man noch machen? Also genau, also Nachteile. Die haben einen viel kleineren Einflussradius, was ja auch logisch ist. Dass so eine große Noria, wie man sie auch im Intro gesehen hat, ein bisschen mehr Einfluss hat als so ein kleines Pimpfteil. Ist logisch, aber ist halt trotzdem blöd. Vorteil an der kleinen Noria ist, ich brauche keine 30 scheiß Mosaikdinger, um hier was hinzuklatschen. Diese Noria steht falsch. Ach, Dreck, egal. Dreck and Josh. Neue Serie auf Nickelodeon. Dreck and Josh. Ach, witzig. So. Kessel mal an die der Kurve. Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Warum in Kekshausen? Du hast mir Orient-Missionen zu geben und nicht hier so ein... Weißt du? Geht doch nicht. Bist du das? Nee, du hattest gar keinen blauen Rahmen. Wer von euch hat einen blauen Rahmen? Wer von euch ist ein blaues Rahmenschnitzel? Was? Witziges Rahmenschnitzel-Wortspiel. Bam. Ja, Ritter, Moment, da. Sie ich hab haben dich. Die gesuchte Person gefunden. Ich habe dich gefunden. Du Noob. Ich habe dich gefunden. Oh. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Oh. So. Genug gelabert. Schuldturm. Natürlich habe ich nicht genug Geld. Was habe ich auch erwartet eigentlich von meinem Leben, ja? Indigo Seide. Okay. Macht mal schneller. Ich möchte Teppiche. I want some Teppich. Ich habe mich gerade gewundert, warum der so schnell ist, aber der... Ne, ich wundere mich immer noch, warum der so schnell ist, weil der erhöht keine Geschwindigkeit. Schiffsreparatur normal, erhöhter Schaden, aber der ist ja voll an dem vorbeigeflitzt gerade. Hm, keine Ahnung. Ritter. Also hier. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich hab heute eigentlich relativ wenig kommentiert. Aber meine Pointen präzise gesetzt, nein. War gelogen, aber konntet ich hab relativ spärlich. Ich bin spärlich. Ich will deine scheiß Gewürze seid nicht, ey. 612 scheiß Goldmünzen, was für ein Kack. Immerhin mache ich 135 plus, könnte schlimmer kommen. Eine Produktion. Ich könnte Loni heißen und echt unwitzig sein. Nee, also ein bisschen wenig kommentiert, weil ich könnte echt gleich einschlafen. Aber ich wollte heute unbedingt an meinem freien Tag noch eine Folge aufnehmen. Vielleicht nehme ich später in der Nacht noch eine Folge. Jetzt halt doch mal die Fresse. Ich möchte gerade was sagen, ja? Den ganzen Scheiß hier weg, Dreckskack, ey. So, genau. Was wollte ich sagen? Genau, vielleicht nehme ich heute Nacht noch eine Folge auf. Ich schlafe irgendwie so 3-4 Stunden jetzt um 2 Uhr nachts. Sage ich, yay, willkommen zurück zu Anno. Und dann stürmen alle Nachbarn mein Haus, also meine Wohnung und sagen, Loni, halt, stopp. So geht's nicht weiter. Du dummer kleiner Wichser, wie kannst du die ganze Zeit nur so übertrieben auf den motherfucking Piss gehen, ja? Es ist natürlich Wahnsinn, wie du um 2 Uhr nachts, du hast sogar um 5 Uhr nachts. Ich meine, hallo, was soll denn das? Aber natürlich passiert es nicht. Wir kommen alle mal wieder runter. Nehmen unsere Beruhigungspillen. Und entspannen eine Runde. Okay, durchgeatmet. So, jetzt will ich nur noch kurz warten, bis ich 7000 habe. Dann baue ich noch diesen Turm hier hin. Und dann glaube ich auch mal Schluss, weil Ja, 1,20 haben wir fast. Es reicht doch auch mal. Dafür, dass wir wieder mal fast nichts geschafft haben. Wir haben nicht mal Adlige in der Folge. Hallo, Loni, was geht mit dir? Ich muss wohl 3-Stunden-Special raushauen nächstes Mal, oder was? Naja. Mach, komm. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe ein bisschen falsch gezählt. 0. Wuhu! Yay! Ich mache gar nicht mal so viel mehr Verlust. Das ist ja interessant. Ich alter Mother Ducker. Gut, dann war's es für dieses Mal. Und wenn ich sowas sehe, weißt du, ich kann jetzt hier draus... Ich dachte schon 10 Adlige. Wow, das hätte mich echt angepisst. Okay, 19 Adlige.
Also ein Marktplatz. Wenn ich die Häuser außen und hier unten anklebe, ist es ein voller Marktplatz. Bringt mir so 20 Adlige. Und ich brauche insgesamt 2000. Also 20 Adligen Häuser heißt 20 mal 40 sind 800. Ich brauche 2000, heißt ich muss 2,5 Marktplätze hinbauen. Yay. Super. Also hier noch ein. Hier noch ein. Das mache ich doch sehr gerne noch. Dass ich noch schnell hier irgendwas leisten kann in meinem Leben. Wie viel Glas wolltest du noch? Warum will das der Sultan eigentlich? Warum produziert er nicht selber Glas? Der hat doch bestimmt irgendeinen überkrasse Sultansmoschee. Ja, aber... Und dafür braucht man Glas, Fensterglas, ne? Aber der braucht Glas. Das ist ganz wichtig. 200 Sultansmoscheen haben und sich einen drauf abwichsen, aber... Für mich? Und außerdem staubige Straßen. Was haben staubige Straßen mit Glas zu tun? Erkläre ich dir erstmal. Konntet ihr diese Wollt die Straßen aus Glas machen oder was? 31 Tonnen Waffen, ich liebe euch. Brauche ich zwar eigentlich nicht, aber die kann man toll verkaufen, wenn man Geld braucht. Mwah. Mwah. With a keys. Al-Zahir mag anfänglich verschlossen wirken. Wenn jemand gut... Al-Zahir mag anfänglich verschlossen wirken. Ja, Al-Zahir mag auch mal die Fresse halten. Kann man einiges lernen. Al-Zahir mag anfänglich verschlossen werden. Ja, ich weiß doch jetzt, dass er verschlossen ist, meine Güte. Wenn ihr euch seinen Respekt verdient habt, wird euch der Großvezier behilflich sein, so gut er es vermag. Kannst nicht einfach die Fresse halten. So, wir haben jetzt endlich wieder Geld. Wir mussten unseren Ruhm, den wir sowieso nicht brauchen, wir mussten ihn opfern. Ja, wow. Wassermenge, dieses Ding. Man kann die Norias hier per Eigenschaft, glaube ich, auf 2,5, die kleinen Norias auf 2,5 Tonnen Wasser hochpushen. Und die großen auf 5 oder 6.000 oder so. Das ist ziemlich nützlich. Verbessert kleines und großes Handelsschiff. Ja, machen wir mal. Alles klar, haben wir unsere. Ach, warum klicke ich auf? Geh da weg, Insekt, das ist mein Bildschirm. Ah, ja. Geh weg! Böse! Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Irgend so ein komisches Viech, ey. Mein Bildschirm. Gut, haben wir das für dieses Mal geklärt. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr dabei wart. Ich speichere euch noch live oder nicht? Komm, ich speichere noch live. Ich gönne mir den Luxus mal. Jetzt geh vom Bett. Ich komm nicht ran. Ja, ich komm nicht ran. Scheiße, das Mikrofon ist im Weg. Dreck. Also Szenario 1-1. Ich möchte jedes in Simultanen anlegen, weil wenn eine Aufnahme mal abkackt oder so, dass ich nicht sagen muss, ja, ich hatte keinen richtigen... Warte, jetzt reicht's. Wer hat den motherfucking Wichser erwischt, ha? That was Loni! Gut, dann kann ich den alten auch noch kurz löschen. Autosave 0, Tokaloni kann weg, genau. So, dann war's das jetzt. Oh, mein Rücken tut weh. Eieiei. Ich verabschiede mich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächsten Mittwoch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ich hab's verstanden. Bis nächsten Mittwoch. Wenn dann, ich glaube, ich mach nächsten Mittwoch. Oder ich mach auf jeden Fall übernächsten Mittwoch fertig. Also übernächsten Mittwoch ist auf jeden Fall Schicht im Schacht. Da habe ich dann sicher 2000 Adlige und diese 5000. Okay, das Gold könnte schwer werden, aber 5000 Leute und 2000 Adlige habe ich auf jeden Fall. Ich habe dich doch gerade erwischt, du Viech. Was soll denn das? Geh weg. Weg. Egal. Ich töte es einfach gleich. Off. Hier außerhalb von meiner Aufnahme. Sag bis zum nächsten Mal und ciao.